Hallo Freunde des Sky YouTube Sports, Servus, jawohl, ja, klingt ein bisschen anders hier, ne? Ja, ist auch schon ziemlich kahl, wenn ich das mal so zeigen darf. Hallo. Ja, alles leer, ja, das ist Müll, das bleibt hier in der Wohnung, alles andere, was hier ist, geht mit, ja. So, hier im Flur, da steht so noch ein paar Umzugskartons, ja, hier bin ich schon am Ausmisten. Schränke, wie gesagt, Küche und das alles bleibt da soweit hier. Ja, ein bisschen sauber gemacht heute. Das ist alles, was mitkommt. Wollen wir hochkant. Ist in die Ecke, damit ihr das auch seht. Ja, ich bin also schon fleißig zu Gange. Das Bettgestell, was hier ist, das ist nicht mehr. Nur Matratze, Boden, Pen, alles andere fliegt auf den Müll. Ja, wenn jetzt der eine oder andere sagt, oh cool, das könnte ich doch gebrauchen und ja, das hätte ich noch haben wollen. Ja, du wohnst ja leider nicht in meiner Nähe. Ja. Wie geht's weiter? Ja, ich bin im Moment am Packen und ich habe mir jetzt selber Kartons besorgt, weil man sich irgendwie nicht auf hier oben auf Knappstein verlassen kann. Man kann sich irgendwie nicht auf Bormer Köster verlassen. Oder es hat alles nur Camillo seine Schuld. Obwohl er angeblich sagt, er trägt keine Schuld dafür, aber da er mein Ansprechpartner für gewisse weitere Planungen ist, ist er für mich quasi, so nach dem Gesehen, der Schuldige. Weil mit den Arbeitgebern, mit wem wir es zu tun haben, kann ich leider keinen Kontakt aufnehmen, bis auf eine E-Mail, aber die wird kaum so gut wie gar nicht beantwortet. Das ist schon mal das Nächste. Ja, bis auf den Arbeitsvertrag sowas drin steht, klingt ja soweit nicht schlecht. Ja, aber ne, das war es dann auch schon. Und angeblich sollen wir vom Bormer Köster jetzt heute, einen Tag vor dem Umzug, Kartons noch kriegen. Jetzt habe ich vorhin bei Bormer Köster angerufen und mal danach gefragt. Die wissen überhaupt nichts von irgendeiner Bestellung oder von irgendwelchen Kartons, die sie liefern sollen. Hä? What? Okay. In dem Punkt dachte ich, du bist ja schon am Packen. Das ist ja nicht schlimm. Ich hole nur das Nötigste, was ich brauche, hole ich mir aus meinen Kartons raus. Oder ich kann hinterher wieder alles auspacken. Ich habe jetzt, ich habe auch einen Nachmieter für die Wohnung. 2 Wochen, nachdem ich hier aus der Wohnung bin. Es sei denn, ich rufe voran und sage, passt alles, steht alles, bin umgezogen, können die Wohnung haben. Aber sonst kriegen wir eine Chance, sagen, dass da unten ist nichts, wurde noch verarscht. Also Umzug wieder zurück hier ins Sauerland. Soweit, so gut. Ja. Ja, jetzt bin ich hier halt zugange und ja, ich kann nur davon ausgehen oder hoffen, dass mit dem Umzug, mit den Kartons, dass das nicht irgendwie nur ein Hirngespinst ist, was man sich ausdenkt. Ja? Ich weiß, ich habe da heute Mittag heute irgendwann angerufen beim Baumarkt. Um 15 Uhr irgendwann haben sie sich gemeldet und haben gesagt, ja, nö, wir wissen nichts davon, keine Ahnung, Kollegen gesprochen und so weiter und so fort. Weil, ich sag mal, unsere Arbeitgeber sind 2, so, und der eine hätte ja da angerufen, ich habe auch die Firma genannt, ich habe den Namen, Voll- und Zunamen genannt, also vollen Namen, und nö, keine Ahnung, wisst nichts von irgendeiner Bestellung. Und dann frage ich mich, was labert denn der Camillo für eine Scheiße? Wenn die es nicht wissen, wenn ich ihm jetzt dann jetzt fragen würde, würde er sagen, was soll denn der Scheiß schon wieder? Kann man es nicht einfach mal was glauben, was man dir sagt? Nö, da ich weiß, was wir eine komische Vergangenheit hinter uns haben, glaube ich erstmal im Moment gar nichts. No? Des Weiteren, warte ich jetzt ab, die sollen bis halb lieb haben. Es stand ja in der WhatsApp-Mail, die er mir geschrieben hat, ab 6:30. Der Baumarkt hat aber nur bis 6:30 offen. Dann habe ich nochmal nachgefragt, dass die bis 6:30 nur offen haben. Dann schrieb auf einmal hier bis 6:30. Hä? Also um Ausreden ist er nie verlegen. Okay. Was ist halt, wo ich gerade im Moment lebe? Stimmt das jetzt? Stimmt das nicht? Mein Fahrrad sollte ich gestern schon gekriegt haben, fertig restauriert. Nein, ist nicht, kriege ich heute nicht. Angeblich morgen früh um 8, glaube ich auch nicht dran. Also so langsam fühle ich mich ein wenig von allem verarscht, dass dieses Papier nicht zählt, dass das einfach nur so hingekritzelt ist. Wurden immer die Papiere, wurden dann Zeitpunkt oder so drüber geguckt, die gesagt haben, nee, von ämtermäßig. Die sagen, okay, nö, ein bisschen, ne, aber ansonsten okay, glaubhaft, ja, und ja. Ich kann nicht mehr als nur glauben, abwarten. Wenn ich aber merke, dass dieser ganze Scheiß, der damit zusammenhängt und so weiter, alles nur Lug und Trug ist, dass das alles gar nicht stimmt, dass das alles nur
dann kann der mich sowas von am Arsch lecken. Die anderen werden blockiert, er wird blockiert und dann hat sich die Sache. Dann bin ich mit dem restlos fertig. Restlos bedient und nie wieder was hören, nie was sehen. Es ist mir scheißegal, was der dann für mich einschlägt oder macht und tut. Das ist mir scheißegal. Aber diese Laberei hat jetzt irgendwann mal ein Ende. Also, wenn ich nicht jetzt sehe, dass da wirklich was hinter steckt, außer jetzt nur alles Papier, tut mir leid. So, aber zurück zum Umzug. Ja, Nachmieter ist schon da, wie gesagt. Und ja, ich glaube, heute meine Mutter war da, die hat mir ein bisschen geholfen. Ja, ein bisschen sauber machen und so, das ist für mich ein bisschen viel. Weil wenn wir jetzt heute Abend die Kartons kriegen, müssen wir eine Nachtschicht einräumen, um ja, Klamotten zu packen, einzutüten. Das ist eine Scheiße, sage ich euch. Eine absolute Scheiße. Ja, jetzt bin ich wieder im Wohnzimmer. Ja, gerade noch Frodo und Sack Katzenstreu gekauft. Weil er kann jetzt, mach ich einmal sauber. Da kann er noch mal reinmachen. Und dann geht er morgen in die Box rein und dann kommt irgendwann der LKW und dann ist er erstmal 2, 3 Stunden definitiv in der Box drin. Laut Aussage, Papier rum oder aussagemäßig ist 10, zwischen 10 und 11 sind die gemeldet vom Umzug. Ich hoffe, dass sie zu mir als erstes kommen, damit mein Scheiß als erstes drin ist, weil mein Scheiß geht schnell. Weil ich habe schon Kartons, ich habe mir selber welche besorgt. Ich war arbeiten und habe mir ein paar Euro halt verdient und ja. Und konnte mir jetzt halt mit meiner Mutter heute Kartons besorgen. Zwar kann man die oben nicht zumachen, aber das ist scheißegal. Ja? Aber ich habe Kartons, wo der Sachen scheiß drin ist. Das heißt, ich kann heute Nacht selig schlafen und jener muss heute Nacht packen. Also. Mir kann man nicht sagen, dass ich habe Vorkehrungen getroffen und mache mich jetzt wegen dem Scheiß. Ja, ich habe da angerufen, der hat jetzt bestellt, ein paar Gartengeräte und Kartons und so weiter. Und und dann wissen die nichts davon, von dem Auftrag. Geil. So, wenn ich ihm jetzt sage, dann sagt er, nö, das war ein anderer Baumarkt. Geil, hier unten gibt es noch einen anderen Baumarkt. Und dass die von irgendeinem anderen Dings kommen, das hier rüber liefern? Klar, logisch, sicher. Als wenn es den Baumarkt unten vor Ort gibt. Das klingt alles so ein bisschen weit hergeholt. Das ist wie irgendwie so einfach nur irgendwie Bullshit. Na, morgen ist der Tag der Tage, angeblich. Warten wir es mal. Euch jetzt mal damit auf den Stand gehalten, wie das gerade im Moment ist. Jo. Ansonsten hört man sich, wenn man dann in einer neuen Wohnung ist, wieder und ja, mehr kann ich da jetzt noch nicht sagen, weil abwarten, Tee trinken, Bierchen trinken, zwischendurch Koffer packen und das ist euer Virus. Ich bin raus. Bis zum nächsten Virus informiert. Haut rein. Ciao mit V. Hallo Freunde des geilen YouTube Sports, grüßt euch euer Virus. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einfach mal ein schönes Kommentar da. Für andere Sachen gibt es dann einen Daumen nach oben. Und falls für mehr, dann einfach unten mal den roten Button klicken. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Virus Visions. Ciao, BV.